So, servus Leute und willkommen zu diesem etwas anderen Tabak-Review. Ich dachte, heute nehmen wir euch mal so komplett mit auf dem Weg. Der Konsti ist auch noch am Start. Er versucht zu flüchten, doch es gelingt ihm nicht. Ja, ich nehme euch heute mal komplett mit. Heute testen wir den Must-Have Raspberry. Ihr habt es ja eh schon am Titel vom Video gesehen. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal eine Pfeife an und labern gar nicht lange rum. So, als erstes müssen wir da aber mal hier in die Shisha-Ecke. Machen wir da mal Kohle an. Auch ganz aktuell hier gerade die Somo mal schön am Testen. Hier noch der Little Dragon Kohleanzünder. Der hat aber auch schon seine besten Tage gesehen. Leute, ganz wichtig, Alufolie drumherum, damit das deutlich, deutlich schneller geht. So, als nächstes müssen wir uns eine Pfeife aussuchen. Ja, ich weiß nicht. Konsti, was sagst du? Welche Pfeife nehmen wir? Die Most Breeze. Most Breeze, sehr gute Wahl. Guter Mann. Ja, also, dann schnappen wir uns noch die Most Breeze. Und die muss aber, glaube ich, definitiv noch mal kurz durchgespült werden. Hier die Shisha-Küche. Shisha-Küche Deluxe. So, normal nehme ich ja für Darkside am liebsten hier den Vusco Rimsia. Kennt ihr ja schon, habe ich euch ja schon häufig gezeigt. Aber den Must-Have, ich zeige euch erstmal die Dose vom Must-Have, würde ich sagen. Hier haben wir die Dose vom Must-Have, so sieht das Ganze aus. Sehr, sehr schöne Dose, schöne Verpackung, schlicht gehalten. Natürlich werden ja noch deutlich mehr Warnhinweise dann drauf sein, wenn das wirklich die deutsche Dose ist. Ihr seht schon hier, das ist noch die russische. Wenn dann die deutsche kommt, sieht die nochmal ganz, ganz anders aus. Aber den Must-Have, den rauche ich tatsächlich lieber in einem Funnel als in einem Mehrlochkopf. Funnel müssen wir uns jetzt einen aussuchen. Was nehmen wir denn mal? Ich würde sagen, wir nehmen hier den Klassiker. Obwohl, nee. Freunde, wir nehmen den neuen Somo und Mahalla Invoke V2. Ihr kennt den ja bestimmt von mir schon. Hier, den rauche ich ja nochmal. Hier, den weißen. Den Invoke V2. Den gibt es übrigens nur zweimal auf der Welt in dieser Farbe. Den rauche ich ja nochmal immer hier auf meiner Amazon-Hucke. Einfach, weil das ultra schön farblich passt. Aber ich würde sagen, wir nehmen dann jetzt mal hier den schwarz-weißen Invoke von Somo. Sollte ganz gut passen. Der Must-Have ist ja auch so ultra fein geschnitten. Deswegen sollte das echt gut da drin gehen. Deswegen schnappen wir uns mal den Kopf und schnappen uns den Tabak und bringen auch das in die Shisha-Küche und dann bereiten wir mal alles vor. So, erstmal macht der Konsti noch kurz hier die Pfeife sauber. Ich habe schon die Ausrede, ich muss filmen. Konsti muss die Pfeife sauber machen. Viele fragen ja immer, wie mache ich meine Pfeife sauber? Wie oft mache ich meine Pfeife sauber? Also vor jedem Rauchen am ersten Tag, vor jedem ersten Rauchen an jedem Tag wird die Pfeife einmal kurz durchgespült und einmal die Woche werden die Bowls schön eingelegt. Jede Metallteile werden ordentlich durchgespült, am besten noch schön hier mit einer Bürste durchgehen und so weiter. Aber so Molassefänger durchspülen, Tauchrohr und sowas durchspülen und Bowl einmal Wasser wechseln und einmal kurz durchspülen, das immer vom ersten Rauchen an jedem Tag. Wir machen auch direkt noch hier ein kleines Live-Kopfbau-Tutorial von dem Mahalla Invoke V2. Hier seht ihr erstmal den Schnitt. Ich würde sagen, wir bauen den Kopf jetzt einfach gleichzeitig, dann seht ihr einmal, wie ich den Mahalla jetzt mit so einem Tabak bauen würde. Generell, Leute sagen voll oft, boah, keine Lust auf Funnel, das dauert mir viel zu lange, ist viel zu anstrengend. Leute, nehmt euch einfach eine schöne große Gabel, packt euch vorne ordentlich Tabak drauf, Daumen aufs Funnelloch und dann einfach hier rein und mit den Zacken vorne so ein bisschen reindrücken. Das dann einfach einmal komplett rundrum. Ja, es muss nicht immer perfekt aussehen so, soll jetzt kein Instagram-Bild werden, soll einfach nur ein Kopf werden, der angenehm raucht. Dann packen wir da weiter rundum den Tabak rein, denn ich will eigentlich nicht, dass er großartig Kontakt hat. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal hier so rum, mit den Zacken hier schön den Tabak ein bisschen reindrücken. Deswegen habe ich hier vorne die eine Lücke gelassen. Die füllen wir jetzt sozusagen mit dem überschüssigen Tabak von den ganzen anderen Seiten. Der wird da jetzt so rundrum ein bisschen hingedrückt. Leichter Noppenkontakt ist okay, aber ich will nicht zu viel Kontakt. Und so soll sollte das dann auch schon passen. Ich gehe dann meistens gerne noch einmal hier so mit dem Finger rum, da wo die Smokebox drauf liegt, will ich nicht, dass direkt Tabak liegt. Und das war's dann schon zu dem Kopfbau. Und so rauche ich den. Smokebox noch kurz mit auf den Anzünder. Jetzt können aber die Kohlen rein. Die lag jetzt wirklich nur eine Minute oder sowas auf dem Anzünder. Jetzt die Kohlen hier schön drauf und dann können wir das hier schon mal auf den Kopf setzen. Dann kann sich das schon mal ein bisschen vorwärmen. Wir bringen die Pfeife rüber, bauen das Set auf und dann sehen wir uns gleich im richtigen Review. So, da sind wir wieder mit dem Must-Have Raspberry, jetzt im gewohnten Set wieder. Aber ich hoffe, der Anfang hat euch gut gefallen. Wie euch das gefallen hat, packt mir das gerne mal unten in die Kommentare, dass ich da auch genau weiß, ob ihr das geil findet, ob ihr das jetzt too much findet. Ich dachte, das wäre eine coole Idee,
euch da einfach mal mit auf die Reise zu nehmen, wie die Pfeife angemacht wird und alles, was da noch so dazugehört. Ja, wir testen heute, wie gesagt, als erstes den Raspberry von Master für euch. Der Tabak besteht aus 7 verschiedenen Burley-Sorten und damit wirklich rein aus Burley. Muss man mögen, was ihr dazu wissen müsst, ist natürlich, Burley ist tendenziell ein bisschen stärker, aber gerade so wie wir das rauchen, jetzt angedrückt in dem Funnel, dem neuen Mahalla und Somo Funnel, läuft das Ganze auf jeden Fall wunderbar. Es drückt kein bisschen, es kratzt kein bisschen, läuft wirklich sehr gut. 21,90 € kosten euch die 200 Gramm. Ist auf jeden Fall ein bisschen teurer. So anderer Tabak, der jetzt letztens aus Russland kam und nach Deutschland kam, kostet 20,90 €. Ich denke, ihr wisst genau, was ich meine. Deswegen, der 1 Euro dann zwischen den russischen Tabaksorten macht, glaube ich, nicht so einen riesen Unterschied. Für mich wäre es jetzt wahrscheinlich bei dem Preis nichts, was ich jetzt jeden Tag die ganze Zeit ballern würde. Aber so für ab und zu, wenn die Flavor gut sind, dann passt das auf jeden Fall. Ob der Flavor gut ist, das testen wir jetzt. Der Konzi kommt mal zum Geruch. Und ihr guckt euch bei mir noch ein bisschen die Wolken an. Ja, hallo erstmal. Ich bin der Konstantin von den Shisha-Kameraden. Einige von euch haben mich wahrscheinlich letztens im Livestream gesehen. Wir kommen jetzt zum Geruch vom Master Raspberry. Das Ganze kommt hier in so einer schönen, flachen Plastikdose mit einer Aromaversiegelung. Der Tabak riecht für mich nach einer sehr authentischen Himbeere. Sehr süß, sehr fruchtig. Er hat im Hintergrund sowas, ich sag mal, erinnert mich eher an so eine Himbeer-Limonade. Für mich ein sehr, sehr gelungener Geruch, sehr authentisch. Ich würde sagen, ich rieche auch nochmal dran. Gebe auch noch meinen Senf dazu, was den Geruch angeht. Gebe dir wieder den Schlauch und ja, ich schnuppere erstmal dran. Also mich erinnert das richtig, richtig krass an einen Eistee. Also ich weiß nicht, für mich diese Himbeernote, die hier dabei ist, das riecht wirklich, ich weiß jetzt gerade nicht den Markennamen, aber es gibt so einen Eistee, ich finde, der riecht 1:1 wie dieser Tabak. Irgendwie noch so ein Hauch von der Marmelade, aber ich finde eher so in diese Eistee-Richtung. Für so eine Himbeer-Eistee-Sorte riecht er noch vergleichbar natürlich. Ich mache auch direkt weiter mit dem Geschmack. Da sieht das für mich relativ ähnlich aus. Also mich erinnert das ziemlich krass an den Himbeereistee. Wie gesagt, mir fällt leider gerade der Markenname nicht mehr ein von dem Eistee, den ich da meine. Aber für mich wirklich 1:1 ein Pfirsicheistee. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Genauso oder etwas andere Meinung? Für mich hat das Ganze so ein bisschen was von so einer Himbeermarmelade. Es ist sehr süß, sehr authentisch. Man schmeckt die Himbeere eindeutig raus. Nicht so wie vielleicht bei anderen Tabaksorten. Das Ganze ist sehr süß. Frische sucht an diesem Tabak an sich vergebens. Jedoch muss ich Marvin zustimmen. Das Ganze kommt auch sehr, sehr nah an so ein Eistee. Tee. Von, glaubt der war zu, nee, wie hieß der? Fanner oder so? Fanner. Ich glaube, auch an Fanner gedacht. Es kommt sehr nah an diesen Fanner-Eistee ran. Was du noch gesagt hast mit der Frische, ich könnte mir den auch richtig gut vorstellen, mit noch einem Hauch Supernova bei. Ja, also ich glaube, es würde richtig gut passen. Vielleicht sogar noch gemischt mit dem Lemon Blast von Darkside, weil der auch so ein bisschen Krümel-Eistee, ne? Dann, wäre dann eine schicke Kombination. Krümel-Eistee schmeckt. Aber was sagst du so, erster Eindruck? Positiv überrascht oder ich abgeneigt? Ich bin absolut positiv überrascht. Ich meine, viele von euch werden Darkside wahrscheinlich auch schon kennen oder vielleicht schon probiert haben. Und jeder kennt das bei Darkside. Wenn man ein bisschen ungeübt ist, kriegt man da relativ schnell einen relativ starken Nikotinflash, würde ich mal sagen. Also auch für mich oder für uns war es zum Anfang ungewohnt. Ja, safe. Das Ganze hat man hier eigentlich überhaupt nicht. Also trotz, dass es eine Burley-Line ist oder ein Burley ist aus 7 verschiedenen Burleys, ist das Ganze sehr, sehr leicht zu rauchen. Man hat keinen Nikotinflash, der Rauch ist sehr leicht. Es ist keiner von diesen schweren, dumpfen Rauchsorten. Es ist mehr sowas, ja, man könnte fast sagen, als würdet ihr einen Virginia-Tabak rauchen. Vom Rauchgefühl und vom Rauchverhalten her geschmacklich natürlich ganz, ganz anders. Wie findest du die Grundtabaknote? Die Grundtabaknote, finde ich persönlich, kommt jetzt gar nicht so stark raus, muss ich sagen. Also ich denke mal, das erstaunlich wenig. Genau, erstaunlich wenig. Ich denke mal, das ist auch so ein Ding, wie man ihn baut. Wir haben ihn ja, wie ihr gesehen habt, mit der Gabel relativ locker in den Kopf rein. Auch wenn das mit der Gabel immer sehr martialisch aussieht, das ist dennoch sehr locker. Ich finde eine Grundtabaknote, wenn überhaupt, sehr, sehr, sehr dezent im Hintergrund oder zum Schluss des Kopfes, wenn er so langsam am Ausgehen ist. Ja, sehe ich ganz genauso. Wichtiger Punkt war auf jeden Fall noch, dass er für einen Tabak, der nur aus Burley ist, sehr, sehr easy zu rauchen ist. Ne? Gerade in dem Funnel-Setup, ganz leicht angedrückt haben wir ihn ja schon. Also wir haben ihn nicht stark angedrückt, aber wir haben zugesehen, habt ihr im Kopfbau gesehen, dass da relativ wenig Kontakt zu der Smokebox ist und so lässt er sich wunderbar rauchen. Also ich würde ihn auch uneingeschränkt Freunden anbieten, die jetzt sagen, ah, ich stehe nicht so auf Nikotin, weil also Darkside, fluffig im Vuskurimsia-Kopf, der ballert auf jeden Fall viel, viel mehr. Aber ich bin auf jeden Fall auch sehr, sehr positiv überrascht. Sehr, sehr guter erster Eindruck. Ich freue mich auf weitere Sorten. Ich konnte schon ein paar riechen und da werden auch sicherlich noch einige Sorten auf euch zukommen. Aber sehr, sehr guter erster Eindruck von dem Must-Have-Tabak hier. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wie gesagt, Leute, der ist jetzt in den Läden. Wenn ihr euch selbst überzeugen wollt, könnt ihr das ab jetzt tun. Ich werde es auf jeden Fall machen. Ansonsten schreibt gerne nochmal unten in die Kommentare, wie ihr den neuen Videostil so fandet. War so ein kleines Experiment, so ein bisschen euch mit auf die Reise nehmen, wie wir halt die Pfeife anmachen. Lasst gerne mal unten einen Kommentar da, wie ihr das so fandet. Ansonsten schaut nochmal beim Konsti auf Instagram vorbei. Shisha unter
Unterstrich-Kameraden oder auch bei mir auf Insta, swg.hooker. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Wenn euch dieses Video gefallen hat, noch einen Daumen nach oben oder Abo da lassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Eure Shisha-WG.